Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag. Unser letztes Video hat in Deutschland eine öffentliche Debatte über die Qualität in der Schulbildung ausgelöst. Meiner Meinung nach geht dieser öffentliche Diskurs noch an den wirklichen Ursachen vorbei und Zielsetzung heute ist, diese Debatte weiter zu versachlichen. Kurz zu dem Kanal, der in den letzten 3 Wochen eine enorme Veränderung gesehen hat. Wir stiegen von knapp 140 Abonnenten auf nun 3.500. Die Gesamtzugriffe erhöhten sich von etwa 18.000 auf nun über 320.000. Die Zustimmung, das heißt der Quotient von Daumen hoch zu Daumen runter, stieg von 90 zu 10 auf nun etwa 95 zu 5. Die Wiedergabezeiten sind unvermindert hoch und rangieren zwischen 30% im Vergleichsvideo bis zu 55% in dem Video Hauptsache Hauptschule. Ich habe sehr viele Zuschriften bekommen, die ich auch, soweit es mir ging, beantwortet habe, um in Zukunft das nicht mehr alles im Detail machen zu können. Meine Zeit ist eben auch begrenzt. Habe ich auf meiner Internetseite eine neue Rubrik, die heißt Schule und Bildung, eingerichtet, die ich Ihnen nun kurz vorstellen möchte. Ich gebe dazu den Bildschirm frei. Hier ist meine Internetpräsenz auf Google Sites, auf der ich in der letzten Woche eine neue Rubrik Schule und Bildung eingerichtet habe. Zu den Zuschauerzuschriften komme ich im Nachgang. Nun möchte ich kurz durch die einzelnen Punkte gehen, die ich auf dieser Seite angeführt habe. Ich wurde oft nach wertigen Schulbüchern gefragt und ich habe mich entschieden, diejenigen aus der ehemaligen DDR zu empfehlen. Weshalb können Sie hier nachlesen? Besonders gefallen hat mir das Rechenbuch für die erste Klasse aus dem Jahr 1951, für das ich mich entschieden habe, einen extra Beitrag zu machen. In diesem Zusammenhang hat mich Hermann Kache darum gebeten, öffentlich darauf hinzuweisen, in welch desaströsen Zustand die deutschen Mathematik-Schulbücher derzeit sind. Hunderte von Fehlern sind hier keine Seltenheit. Und wenn Sie sich fragen, wie denn das überhaupt geschehen kann, ist die Antwort ganz einfach. Von den Schulministerien werden diese Bücher nicht mehr auf inhaltliche und formale Korrektheit geprüft, sondern nur noch auf Passgenauigkeit, auf die Kompetenzorientierung. Für besonders aufgeweckte und interessierte Kinder, die Denkaufgaben für Kinder von 5 bis 15 Jahren von Wladimir Arnold hier verlinkt. Dann zum dritten Punkt. Nochmals, es geht uns hier nicht nur um Kritik zu üben, sondern eben auch konstruktive Änderungsvorschläge zu machen. Und diesbezüglich arbeiten mein Kollege Hermann Kacher und ich an aus unserer Sicht inhaltlich ansprechenden Texten für die stoffdidaktische Ausbildung unserer angehenden Gymnasiallehrer. Hier ist der Link, drücken Sie drauf. Dann gab es viele Zuschriften von Leuten, die sich mehr für Mathematik interessiert haben. Und da habe ich mich dazu entschieden, auf Serge Lenk zu verweisen. Wie viele meiner Kollegen auch, habe ich mehr als einen halben Meter Regal von ihm im Schrank. Und ich habe hier drei Anfängerbücher aufgelistet. Besonders das zweite ist besonders hervorzuheben. Wo informiere ich mich gern? Eine Auswahl, die zwei interessantesten aus meiner Sicht, der sehr kernige und direkte Blog von Franz Lemmermeier, Bildung, Schule und Mathematik. Und hier finden Sie auch sehr viel Schulbuchkritik und gerade zu den vielen Fehlern, die in diesen Schulbüchern sind, die oft sehr ironisch, ja, hier aufgearbeitet werden. Dann das zweite ist aus der Schweiz, der Blog Condorcet-CH. Das ist für mich der High-End-Blog, was Bildung überhaupt anbetrifft. In der Schweiz hat Bildung einen ganz anderen Stellenwert wie in Deutschland und ich lese in diesem Blog sehr gern. Was die Historie betrifft, warum sich nichts geändert hat, was haben denn die anderen vorher versucht? Es wurde sehr viel versucht. Man hat Brandbriefe geschrieben. Der erste aus dem Jahr 2017 von meinen deutschen Kollegen, gefolgt von einem zweiten 2019 und er enthält auch wirklich konkrete Änderungsvorschläge, damit der Lehrplan wieder vernünftig wird. Der offene Brief von den Gymnasiallehrern aus dem Stiftsgymnasium zu Melk an ihren Minister Fassmann aus dem Jahr 2018 und noch 5 weitere Texte, die ich besonders lesenswert finde. Das hier nur als Hinweis. Zum Schluss etwas Werbung für einen Verein, Begabtenförderung Mathematik. Können Sie mal draufklicken, was da ist. Ende dieses Monats findet eine Tagung in Wolfratshausen statt. Vielleicht möchten Sie da hinkommen und diese Leute kennenlernen. So viel dazu. Wir kommen nun zu den Zuschauerzuschriften. Kommen wir nun zu den Zuschauerzuschriften. Es erreichte mich eine ganze Flut und mit der dazugehörigen Korrespondenz könnte man ein ganzes Buch füllen.
Eingaben kamen aus allen Schichten der Bevölkerung, frisch gebackenen Abiturienten, angehenden Studenten, Studenten und frischen Universitätsabsolventen, Lehrern im Dienst und Lehrer, die es schon hinter sich haben, emeritierten Kollegen und Kollegen im Dienst. Wie Sie gleich sehen werden, sind viele Zuschriften anonymisiert. Von den Kollegen im Dienst mussten alle von einer Veröffentlichung selbst anonymisiert Abstand nehmen. Das Dokument werde ich unter dem Video verlinken und Sie können es dann in Ruhe einsehen. Genug geredet, wir geben den Bildschirm frei. Kommen wir nun zu den Zuschauerzuschriften. Ein 39 Seiten starkes Dokument. Ich habe es mit Common Sense betitelt. Alles, was mir hier wichtig ist und was ich besprechen möchte, habe ich rot unterlegt. Das Dokument in seiner Gänze werde ich unter dem Video verlinken, sodass Sie sich es in aller Ruhe später durchlesen können. Die erste Zuschrift ist schon ein bisschen länger her, von einem Gymnasiallehrer aus der Schweiz vom September letzten Jahres. Ich zitiere: In der Schweiz müssen immer mehr Leute einen tertiären Abschluss haben und die Maturantenquote hat sich seit den 90er Jahren fast verdoppelt. Vielen meiner Berufskollegen scheint diese schleichende Deflation des Bildungsniveaus nicht zu stören und machen munter bei jeder neuen Bildungsreform mit. Punkt. Hier haken wir mal kurz ein und pusten durch. Haben wir doch in Deutschland Bundesländer, wo die Abi-Quote fast 60% beträgt und der meint, dass 20% viel zu viel sind und lieber 10% hätte. Dazu muss man das Bildungssystem aus der Schweiz kennen. Um dort im Leben erfolgreich zu sein, ist ein Universitätsstudium nicht zwingend. Eine berufliche Ausbildung reicht dadurch aus. Die Maturitätsquote in der Schweiz ist insgesamt heute bei, glaube ich, 42% und setzt sich zusammen aus einer gymnasialen Maturität von etwa 20%, wie gesagt, und komplementiert mit Berufsmaturitäten und Fachmaturitäten, die einem dann den Zugang zu der ein oder anderen FH oder Universität ermöglichen. Eingangsprüfungen sind hier die Regel. Ja, wer kann, der darf, ja, aber mehr auch nicht. Und das Bildungssystem ist aus meiner Sicht auch gerecht und vertikal durchlässig. Jetzt stellt sich die Frage, inwieweit die Schweiz für Deutschland ein Vorbild sein könnte. Wir kommen zu Gottfried Paschke, ein Mann der ersten Stunde, der mir sehr viel geschrieben hat. Er ist ein Studienrat AD und hat Mathematik, katholische Theologie und Philosophie studiert, war an verschiedenen Gymnasien tätig, insbesondere auch am Abendgymnasium in Frankfurt und am Ende seiner Karriere war er an der FH in Frankfurt als Dozent tätig. Das ging um das Buch, wenn die um den Beitrag von mir, wenn die Stetigkeit stiften geht, wo wir da zwei Bücher verglichen haben, ein Schulbuch aus den 80er Jahren, Sommer und Sommer. Und was er hier schreibt, ist, dass dieses Buch mittlerweile an der FH verwendet wird zum Unterricht. Dann sehen Sie schon konkret, was früher an der Schule möglich war, hat sich jetzt auf die FH ausgelagert. Kein gutes Zeichen. Hier noch ein bisschen was zum Zentralabitur. Er schreibt, doch dann wurde das Zentralabitur zu einem Instrument, mit dem im ganzen Land Hessen das Niveau heruntergefahren wurde. Inzwischen frage ich mich, ob diese zentral gesteuerte Niveauabsenkung nicht von vornherein beabsichtigt und das Argument der allgemeinen Niveauanhebung nur vorgeschoben war. Dann habe ich ihn gebeten, das näher auszuführen und dann hat er mir das dann hier geschrieben. Paschke muss man lesen, ja, dazu braucht man Zeit. Wir scrollen einfach weiter. Lesen Sie sich es durch. Es ist durch und durch lohnenswert. Auch das von dem Projektmanager aus der Schweiz, von Menschen aus der Wirtschaft. Sehr interessant, da hat sich eine lange Korrespondenz mit ihm ergeben. Auf was ich jetzt wieder näher eingehen möchte, ich habe es anonymisiert, von dem Studenten A aus dem Bundesland B an der Uni C. Er schreibt, als ich Ihr Video geschaut habe und Sie die Tests und Klausuren und allerlei Jahren von allerlei Jahren vorgezeigt haben, ist genau das eingetreten, was Sie unter anderem geäußert haben. Mit den Tests aus Indien und China konnte ich zu 0% etwas anfangen. In fast 100% der Fälle waren mir die Begriffe und die Methoden zum Lösen dieser Aufgaben fremd. Ja, sehr ehrlich und er war, glaube ich, auch sauer. Er schreibt weiter, das Einzige, was machbar war, ist die Prüfung für den MSA aus den 70er, 80er Jahren, MSA mittlerer Schulabschluss, aber auch dort hat es länger gedauert, als es sollte. Jetzt frage ich mich, beziehungsweise es würde mich interessieren, was wären Ihre Ideen, wie man unser aktuelles Bildungssystem verbessern könnte?
Was mir da einfallen würde, wäre eine Ansicht auf die Weiterempfehlung der Grundschulen und der Fakt, dass 60% der Schüler ein Gymnasium besuchen müssen. Er hat es natürlich erkannt. Die Abi-Quote ist viel zu hoch. Ich persönlich halte 20% für die Obermarke. Wie gesagt, der Schweizer meint 10% reichen, aber ich denke, 20% kann man durchaus gesellschaftlich vertreten. Ja, was kann man verändern? Es ist leider so, also die Ideologien gibt man erst zum Schluss auf, wenn alles in Trümmern liegt. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist unsere Bildungslandschaft in Deutschland bereits in Trümmern? Was sind diese Ideologien, die momentan vorherrschen? Sind diese invertierungsresistenten Parolen wie Bildung für alle oder Abi für alle. Wir müssen wieder hin zu einer angemessenen Bildung für jeden Einzelnen in einem viergliedrigen Schulsystem, das man in seiner vollen Breite ausnutzt. Und viergliedrig meine ich Sonderschule, Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Ja, die Rahmenbedingungen müssen wir ändern. Dazu brauchen wir keine Gesetze. Das kann alles im Verwaltungsakt geschehen. Auch sehr interessant, also mit Klarnamen, ein emeritierter Kollege kann das, der Historiker Schneider, also von der Uni in Hannover, ich zitiere, in Rot unterlegt. Die Ausbildung an der Uni in Hannover leidet so, wie Sie es beschreiben, und eine zunehmende Didaktisierung kombiniert mit den Anforderungen der Inklusion. Wir sollen doch bitte schön unsere Fachbegriffe nicht mehr verwenden, weil das nur irritiert, hieß es damals. Entfällt damit immer weniger auf eine fachliche Ausbildung, also eine fachliche Entkernung, wie wir sie auch in der Mathematik gesehen haben. Ich erinnere an den Aufsatz von Remus und Walker, die Entkernung der Mathematik. Weiter schreibt er, Gespräche mit Fachleitern ergab, dass diese den Referendaren zwar ein hohes methodisches und taktisches Wissen bescheinigen, aber deutliche Mängel im Fachwissen attestieren. Ja, was nützt mir Methodenkompetenz, wenn ich von dem Fach nichts weiß? Gar nichts. Und das ist eben auch in der Geschichte und ich denke, nicht nur in der Geschichte, auch in vielen anderen Fächern so, bestimmt auch in den anderen Naturwissenschaften. Von einem frisch gebackenen Absolventen der E-Technik. Er schreibt, ich habe selbst erst vor kurzem mein Studium absolviert, Master Elektroinformationstechnik, und durfte in einem Vorstellungsgespräch Textaufgaben auf Mittelstufenniveau lösen. Eine schöne neue Welt ist das. Ja, anscheinend traut die Industrie den Universitäten in Deutschland nicht mehr viel zu, wenn sie solche Fragen stellen. Dann von einem Gymnasiallehrer aus Baden-Württemberg, mit dem hat sich auch eine lange Korrespondenz ergeben. Ich nehme hier nur den Schluss. Inzwischen gewinnt das IQB, das Institut für Qualität in Bildung, finde Bildung aus Berlin immer größeren Einfluss auf die Mathe- und Physik-Abi-Aufgaben in ganz Deutschland mit verheerenden Folgen. Es ist ein Jammer, dass keine Leute wie Sie in den Expertengremien der KMK zu sitzen scheinen. Ja, das IQB, vor dem habe ich ja auch schon in der Vergangenheit also öfter gewarnt. Und ich denke, die Bundesländer, die sich von den Vorgaben des IQB verabschieden, sind gut beraten. Persönlich denke ich, dass das eine überflüssige Institution ist, die man bedenkenlos von heute auf morgen schließen kann und letztendlich uns dann auch wieder Luft zum Atmen gibt und eine Debattenkultur, die mehr im Diskurs und in der Sachlichkeit verortet ist, ermöglicht. Diese Expertengremien der KMK, ja, da sitzen ja keine Lehrer, keine Leute aus dem Fach, nur Erziehungswissenschaftler, Psychologen und Bildungswissenschaftler. Und sie haben sich ja bei der letzten Empfehlung derart blamiert, dass man dazu kaum noch Worte finden kann. Persönlich finde ich auch so ein Expertengremium für überflüssig. Ich denke, Bildung sollte Ländersache bleiben in Deutschland, ein föderales Deutschland. Die Länder sollen im Wettbewerb stehen und sich gegeneinander auch messen. Und nur so kann man also eine hohe Qualität in der Bildung überhaupt erreichen. Ja, zu viel hier. Der Kollege Gander aus der Informatik an der ETH in Zürich, was schreibt er? Es ist unglaublich, wie schlampig und inkompetent Mathematik und das noch vom Didaktiker präsentiert wird. Kein Wunder, dass Mathematik unbeliebt ist. Wir kommen zu einem professionellen Nachhilfelehrer, der ein Nachhilfeinstitut betreibt. Er ist mehr in der Chemie verortet und er schreibt, da mir naturwissenschaftliche Lehre immer sehr gefallen hat, ich aber in Bayern als Diplomchemiker keine Möglichkeit hatte, als Lehrer in den Staatsdienst zu gehen, dies ist in den Augen des Kultusministeriums weit besser qualifizierten Lehramtern vorbehalten, habe ich mich mit meiner Lehre als Nachhilfelehrer selbstständig gemacht. Ja, man sollte es doch wieder ermöglichen, dass man Diplomierten oder
Leuten mit Masterabschluss im Fach den Einstieg in das Lehramt gönnt, mit einer vielleicht einjährigen Zusatzausbildung an den Universitäten. Ich hoffe, da hier einen Anstoß geben zu können. Dann hat er hier noch eine Frage gestellt, die ich dann beantwortet habe zu seiner Zufriedenheit. Dann also ein Ingenieur berichtet aus seiner Zeit in den Nullerjahren an der Friedrich-Alexander-Uni in Erlangen. Ich lese es hier nicht vor, aber schon im Jahr 2000 konnten die Studenten dort keine quadratischen Gleichungen lösen. Sie können es sich in Ruhe durchlesen. Wie geht es denn weiter? Abgrundkurs. Ja, das ist von Herrn Neuss aus Nordrhein-Westfalen, ein Gymnasiallehrer AD. Und hier habe ich etwas hervorgehoben, was ich auch sehr interessant fand. Er schreibt hier ein kleines Beispiel. Ich unterrichte in einer 12. Klasse Abgrundkurs Mathematik, Einführung und einfaches Rechnen mit E-Funktionen. So bestimme die Ableitung von 3 mal E hoch X und so weiter. Es geht immer nur um einen Teil der Schüler. Viele Schüler beschweren sich, alles ist viel zu schwer. Weil sich die Schüler über die Eltern bei der Schulleitung beklagen, kommt eines Tages der Direktor zu mir in den Unterricht. Ich frage den ersten, nicht leistungsstarken Schüler nach der Hausaufgabe. Heft vergessen. Ich frage den zweiten Schüler, weiß nicht, keine Ahnung, die neue Zauberformel. Da ich ja nicht die ganze Stunde damit zubringen will, breche ich die Nachfrage ab. Naiverweise denke ich, dass die Ursache der Probleme deutlich geworden ist. Der Herr Direktor sagte mir als Ergebnis zu dieser Stunde nur, sie hätten die Schüler nicht so vorführen dürfen. Zitat wörtlich. Ja, gut, mit Kuschelpädagogik kommt man nicht mehr weiter. Ja. Ein guter Lehrer muss vor allem fachlich stark, streng und gerecht sein. Das ist für mich das Allerwichtigste. Kommunizieren natürlich so und so. Ja. Ja, wie fährt dann das Dokument weiter? Ja, er schreibt da noch viel. Von einem jungen Flüchtling, der gerade in Deutschland sein Abitur gemacht hat, ist eine junge Frau. Sehr geehrter Herr Professor Krötz, ich habe mir Ihre Videos zum Schulunterricht und Mathematikdidaktik angesehen. Sie haben unendlich recht. Ich selbst habe im letzten Jahr mein Abi gemacht und habe den Nachmittagsunterricht gehasst. Was mich aber am meisten gestört hat, war, dass Schüler wie Konsumenten im Klassenzimmer waren. Der Lehrer hat eine Stunde vor sich hingelabert und es hat niemanden etwas gebracht. Mit der Einführung der digitalen Geräte wurde es noch schlimmer. Anstatt uns Übungsmittel zu geben, war Mathematik und andere Fächer auf einmal eine True-False-Sache. Ich weiß, dass meine E-Mail sinnlos ist, aber machen Sie bitte weiter. Bildungssystem muss grundlegend geändert werden, denn ich als Nicht-Deutsch-Flüchtling hätte es noch schwerer mit Mathematik gehabt aufgrund der Versprachlichung dieses Faches. Ich bedanke mich mit freundlichen Grüßen. Nichts, aber aus gar nichts in dieser E-Mail ist sinnlos. Es ist alles sinnvoll. Ja. Langweiligen Unterricht, ja, wo keine Anspannung herrscht, wo man sich nicht konzentriert, ja. Macht auch keinen Spaß. Und das Absitzen der ganzen Nachmittagen in der Penne, ja. Wer geht denn schon gerne nachmittags in die Schule? Ja? Sehr schöne Rückmeldung. Dann von einem Studenten, also er schreibt, ich studiere Mass Science und Education und danke Ihnen für die öffentliche Kritik. Jetzt kommt's. Das größte Problem ist meiner Meinung nach, dass Mathematik für Grundschullehrämter nicht verpflichtend ist und dementsprechend die Hälfte der Grundschullehrer komplett unfähig ist. Natürlich beherrschen diese selber die Grundrechenarten, haben jedoch keine wirkliche Kompetenz und können daher Ursachen für Probleme nicht erkennen, was ich in meiner Arbeit als Lehrer im Wechselunterricht mehrfach erkennen konnte. Es ist so dermaßen frustrierend und alles nur, weil Menschen, die überhaupt keine Ahnung von Mathe haben, den Unterricht gestalten, sprich die Stäbiko, der KMK, das IQB. Hier. Wie geht es weiter? Dann von einem Student mit Migrationshintergrund, was er schreibt. Und er wollte Ratschläge, um autodidaktisch zu lernen. Ja, ich habe ihm da ein bisschen weiterhelfen können. Und er schreibt hier, ich war nie ein Lerner und bin immer gut durchgekommen. Mir ist schon seit einiger Zeit bewusst geworden, dass einiges mehr benötigt wird. Es ging mir leider nur darum, gut durch Prüfungen zu kommen, beziehungsweise das Mindeste, was nötig ist, zu lernen. Die Atmosphäre war selbst am Gymnasium dafür nicht gegeben. Sich Mühe geben zu wollen oder etwas zu lernen, selbst im Studium ist dies bei den meisten noch nicht in der Fall. Ja, die Arbeitshaltung oder so lässt sehr, sehr zu wünschen übrig. Ja. Und
Ich denke, da spielt auch die Vermittlung vom Nutzen des Gelehrten eine enorme Rolle, wo die Lehrenden eine große Verantwortung tragen. Das Interesse der Schüler ist nicht gegeben, da viele sich denken, wofür bzw. wann überhaupt soll ich das machen? Und selbst die Lehrer, die ein Thema lehren, können bedauerlicherweise nicht immer antworten. Ja, Mathematik muss vorgelebt werden, es muss lebendig sein, ja, und dann spürt man das automatisch. Ja, und die Lehrer, die unterrichten, die sollten sich vielleicht, oder Mathematik unterrichten, sich mal das Buch von Courant Robbins zugute führen. Was ist Mathematik, heißt das, glaube ich. Ja, hier schreibt eine Lehrerin: Ich bin Lehrerin an einem Berufskolleg. Ein Drittel meiner Schülerinnen und Schüler, die alle über den mittleren Schulabschluss verfügen, tippen inzwischen 0 mal 3 in den Taschenrechner. Okay. Und einem MINT-Koordinator aus NRW, das musste ich auch anonymisieren. Die Frage ist nur, was tun? Ich kenne viele Kolleginnen, die es aufgegeben haben, fachliche Inhalte vermitteln zu wollen, und ich persönlich habe wenig Hoffnung, dass wir die Schraube zurückdrehen können. Anstatt die tatsächlichen Probleme zu benennen, bringt das Ministerium Handreichungen zu ChatGPT heraus. Ja, ein Ministerium mit einem Internetauftritt wie ein Biene-Maja-Club, das sich in der Hoffnung verirrt, dass die KI alles richten wird, kann man kaum noch ernst nehmen. Ich hoffe, dass die Vernunft hier auch wieder einziehen wird. Ja, das ist jemand aus der ehemaligen DDR. Ich entstamme aus dem Schulsystem der DDR. Mit dem habe ich mich in letzter Zeit näher beschäftigt. Er schreibt es, wie das da war. Sie können es sich durchlesen, damit Sie mal ein Gefühl haben, was unsere Mitmenschen in Ostdeutschland gemacht haben. Und er schreibt am Ende: Das Ziel der Schüler war, um gut auf ein Studium vorbereitet zu sein und einen guten Studienplatz zu bekommen, das Abitur mindestens mit gut abzuschließen. Dies ist der überwiegenden Anzahl der Schüler gelungen. Und dann schreibt er hier: Ich kann nicht einschätzen, wie ein Ostabitur zu einem Westabitur im Jahr 86 zu bewerten ist. Und da gibt es dann sicher noch Unterschiede, zum Beispiel Bayern und Berlin. Ich glaube aber, dass wir gar nicht mal so schlecht waren. Ja, ich denke, die waren im Durchschnitt nicht schlecht, aber die Leistungskurse, vor allem in Süddeutschland, die wir hatten, also waren noch deutlich drüber. Aber vielleicht ist diese Qualität der Aufgaben, die man dort hatte, und ich werde die unter dem Video verlinken, also eine Möglichkeit für eine Übergangslösung, um das Niveau wieder nach oben zu fahren. Also es sind eigentlich keine schlechten Abiturprüfungen, sehr sachlich und völlig entkernt von diesen sperrigen Textgebilden. Papa aus Wien. Kommen wir zum nächsten Beitrag. Eine sehr amüsante kleine Anekdote. Und wir lesen: Ich habe Mathematik studiert und anschließend auch in Mathematik promoviert und möchte in diesem Zusammenhang eine kleine Anekdote aus meinem Studium erzählen, an die ich durch Ihre Videos wieder erinnert wurde. Im Jahr 2009 nahm ich mein Studium der Mathematik auf und erinnere mich lebhaft an die Analysis-Vorlesung des ersten Semesters. Dies vor allem darum, weil es in dieser Vorlesung eine sehr merkwürdige Trennung zwischen Studierenden des Vollfachs Mathematik, zu denen ich gehörte, und denen des Lehramts Mathematik gab, wobei ich schon die namentliche Unterscheidung zwischen Vollfach und Lehramt mehr als symptomatisch finde. Wie üblich erschienen wöchentlich ein Übungsblatt, das zu einem Teil aus Präsenzaufgaben und zum anderen Teil aus Hausaufgaben bestand. Hierbei umfassten die Übungszettel Aufgaben, die sich an die Vollfächler richteten, und auch solche, die explizit für die Lehramtsstudierenden gemeint waren. Wenn die Aufgaben der Vollfächler in mathematisch konsistenter Form gestellt waren, etwa zur Konvergenz oder Stetigkeit, waren die Aufgaben für die Lehramtsstudierenden erstens komplett in Textform und zweitens in einer fast schon tendenziös blöden Kindersprache formuliert. So kam es immer wieder vor, dass eine Aufgabe der Art: Eine Funktion heißt stetig, wenn Punkt, 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 zeigen Sie, dass die Funktion Punkt, Punkt, Punkt stetig ist. Eine Aufgabe der Art: Willy Wurm hat eine Familie und möchte. Ja, lesen Sie sich den Beitrag ganz durch, ist sehr interessant. Nochmals Gottfried Paschke über das zu hohe Stundendeputat für Lehrer. Er schreibt: Eine ehemalige Kollegin sagte mir vor Jahren, als sie in den Schuldienst eintrat, sei die Anzahl der Wochenstunden bei einer vollen Stelle 19 gewesen. Davon kann ein Gymnasiallehrer in Hessen heutzutage nur träumen. Man hat die Anzahl ständig erhöht. Momentan liegt sie um 26, wenn man eine volle Stelle hat.
Ja, ich denke auch, 20 Stunden für einen Gymnasiallehrer ist das Maximum. Er muss sich ja auch auf den Unterricht vorbereiten. Er muss ja auch korrigieren. Also was wollen Sie denn von den Lehrern noch verlangen? Wie kann ein qualitativ hochwertiger Unterricht beim Lehrdeputat von 28, teilweise 30 in anderen Bundesländern denn überhaupt nur möglich sein? Weiter, ich behaupte, dass ein nicht unwesentlicher Grund für das ständig sinkende Niveau an deutschen Gymnasien die gerade skizzierte Belastung der Lehrer durch die hohe Anzahl von Pflichtstunden einer vollen Stelle ist. Diesem Umstand wird zu wenig Beachtung geschenkt. Ja, das sehe ich auch so. Es wird viel zu viel mit dem Finger auf die Lehrer gezeigt. Ja, das möchte ich also dezidiert nicht tun. Ja, das war eine sehr interessante Rückmeldung. Ich habe hier nichts hervorgehoben. Ich denke, diesen Text muss man im Ganzen lesen. Gucken Sie sich das an mit Klarnamen, aufrechter Mitbürger aus Hamburg. Das grandiose mathematische Niveau in den Wirtschaftswissenschaften, ja, es ist teilweise lächerlich. Es ist hier an der, glaube ich, Fernuni in Hagen, aber es ist an vielen anderen Universitäten auch so. Lesen Sie sich es durch, es sträuben einem die Haare, sträuben einem die Haare. Man hat mittlerweile den Eindruck, dass eine Banklehre mehr wert ist wie ein Bachelor in den Wirtschaftswissenschaften. Gut, das ist immer noch zu diesem Beitrag. Eine mögliche Ursache unserer gescheiterten Bildungspolitik fand ich interessant, möchte ich jetzt aber nicht weiter ausführen. Das war interessant, also vor allem, dass es Dr. Robert Resel. Also, ist ein Gymnasiallehrer AD und mit dem hat sich eine lange Korrespondenz herausentwickelt. Er hat auch eine sehr interessante Internetseite, matheprof.at, die ich Ihnen nur empfehlen kann. Das sind auch die Vorbereitungskurse für die Olympiakinder oder Olympiateilnehmer in Österreich drauf. Also, das ist eine tolle Aufgabensammlung zur Geometrie und er hat auch stoffdidaktisch sehr ansprechende Bücher geschrieben, die ich mir selbst bestellt habe und eingesehen habe. Kritik am Bildungssystem. Ja, sowas wie Fanpost. Da ging es um das Video Eine kleine Nachlese. Ich bin 48 Jahre jung und aktuell im Referendariat. Und dass von einem berufsfrohen Lehrer die Rede ist, ist ein Anspruch und erstaunlich, wie poetisch das in einem Amtsblatt aus dem Jahr 1951 heute daherkommt. Ja, Schule soll kein Kampfplatz sein. Ja. Es soll ein Miteinander sein. Ja. Und er hat dann also einem Kind also 2 Jahre lang Nachhilfe gegeben und dann schreibt er ihre Worte und dem Hinweis, dass Nachhilfe die Zone der nächsten Entwicklung der kommenden Lehrkraft sein sollte, verstehe ich, wie viel mir der Junge in der Zeit gegeben hat. Ja. Anstatt didaktische Vorlesungen, glaube ich, wäre es besser, wenn jeder Lehramtsstudent mal Nachhilfe gibt für 2 Jahre. Ja. Und damit er mal sieht, wo die wirklichen Probleme wirklich sind, welche Verständnisschwierigkeiten hat denn einer, der Mathematik nicht versteht. Ja. Und daran zu lernen, und dann merkt man auch, ob man überhaupt ein Interesse hat, ja, Lehrer zu werden. Ja. Denn fachliches Wissen allein genügt natürlich nicht. Es muss wirklich auch ein Interesse an Kindern da sein. Das kann man nicht vermitteln, aber das kann man herausfinden, ob es da ist. Hätten Sie nicht Lust auf einen Streifzug durch die Schulmathematik der DDR, unpolitisch und ohne Bewertung? Ja, zu dem werden wir auch kommen in einem späteren Video. Ja. Angehender Student, dem die Schule nichts beigebracht hat. Ja, das war ein Hammerbeitrag. Ja. Er möchte jetzt gern die Aufnahmeprüfung an der ETH Zürich machen für Maschinenbau. Und jede Aufgabe ist wie aus einer anderen Welt. Noch habe ich darin gefunden, also Punkt, Punkt, Punkt. Hier, dickrot unterlegt. Ich könnte heulen und bin wütend, dass man uns in der Schule nichts in Mathematik und Physik beigebracht hat. Ja. Da diese Mail etwas länger geworden ist, komme ich nun zum Schluss und bedanke mich bei Ihnen für Ihren Einsatz. So kann es nämlich nicht weitergehen und vom gegenseitigen Haare schneiden können wir in Deutschland auch nicht leben. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir antworten und weiterhelfen können. Ja, für den jungen Mann habe ich mir wirklich Zeit genommen und seinen Wünschen bin ich da entgegengekommen und habe ihm auch eine Person vermittelt, die ihm weiterhelfen kann.
Ja, jetzt wird es interessant. Also von einem, der aus der Digitalisierung kommt, ein Aficionado. Ich habe knapp 15 Jahre lang höchst erfolgreich virtuelle, also digitale Schulprojekte mit Schulen in ganz Europa durchgeführt, wurde hierfür vielfach auf nationaler und europäischer Ebene ausgezeichnet. In Brüssel beim European Schoolnet bin ich ein bunter Hund. Man sollte meinen, jemandem wie mir könnte man keinen größeren Gefallen tun, als die Digitalisierung noch weiter voranzutreiben, oder? Dann lesen Sie sich das durch, zu welchem Fazit diese Person gekommen ist. Ich kürze ab, wir kommen dann zum Ende. Na, wo ist es denn? Hier in Rot unterlegt. Was man sich wünschen würde, wäre daher nicht ein weiteres Vorantreiben der Digitalisierung auf Biegen und Brechen, welches das Prinzip der schnellen Belohnung nur noch mehr verfestigen und die Schwachen nur noch schwächer hinterlassen würde. Es muss vielmehr um ein mächtiges Gegengewicht gehen, was unverzüglich in jede Stundentafel gehört. Als Fach mit mindestens 2 bis 4 Stunden wöchentlich sind die Schulung der Selbststeuerung und die Förderung der exekutiven Funktionen, denn unseren Schülerinnen fehlt es nicht primär an digitalem Wissen. Ihnen fehlt es an Grundlagen dafür, sich dieses oder jedes andere Wissen nachhaltig anzueignen. Es fehlt an Geduld, Durchhaltevermögen, Anstrengungsbereitschaft, Präzision und der Fähigkeit zur Inhibition, Impulskontrolle, Frustrationstoleranz, lenkende Aufmerksamkeit, Setzen günstiger Prioritäten. Diese kognitiven Fähigkeiten sollten bereits von der Kita an gefördert werden. Das wäre meiner Einschätzung ein Fokus, der nachhaltiges Lernen fördern und wirklich selbstständig und selbstbestimmte arbeits- und überlebensfähige Mitmenschen hervorbringen könnte. Dann kommen die für ein erfolgreiches und befriedigendes Leben wirklich nötigen digitalen Kompetenzen von ganz allein. Das Erstellen lustiger TikTok-Videos gehört sicher nicht dazu. Ja, ähnlich wie Kettenrauchen die Lunge irreversibel schädigen kann, kann Kettendigitalisierung das Hirn irreversibel schädigen. Und man kann sich natürlich die Frage stellen, ob das nicht gewollt ist. Das war auch ein Hammerbeitrag. Replik zu Ihren Videos ist das Bildungssystem Beyond Repair. Er meint schon, also lesen wir. Ich habe in NRW vor knapp 6 Jahren mein Abitur abgelegt und daraufhin Mathematik, Bachelor und Master studiert. Schon zu meiner Zeit war Mathematik in der Oberstufe genau der hirnentkernte Schwachsinn, den Sie in Ihren Videos so gnadenlos zerlegen. Pseudomathematik ohne Beweise, Pseudoanwendungen, die sachlich falsch und Schülern ihre Intelligenz beleidigend sind und viel heiße Luft um nichts. Dazu kam dann noch die Einführung der Computeralgebra-Systeme, die uns Schülern noch das letzte bisschen Denken und Rechnen abnehmen sollten. Er promoviert jetzt an einer anderen Universität. Das Resultat des fortschreitenden Niveauverlusts sehe ich heute bei meinen Studenten in Prüfungen. Die Fehler, die man in der Korrektur sieht, lassen einem die Haare zu Berge stehen. Das zu meinen Eindrücken, die sich hundertprozentig mit ihren decken. Danke. Ja, das wissen wir natürlich alle intern, ja, wie es ist, aber keiner sagt was. Mathematikunterricht im Primarbereich, eine Sonderpädagogin aus dem Ruhrgebiet. Und sie konzentriert sich, wir steigen ein, konzentriere ich mich dabei sehr auf das Einüben arithmetischer Kompetenzen durch intensives Üben. Ja, das ist das, was ich auch immer wieder gesagt habe. Ja, das repetitive, kleinteilige Lernen ist sehr, sehr wichtig und das führt zum Erfolg. Und das war früher Allgemeingut und das ist mittlerweile verpönt. Und jetzt halten Sie sich fest. Häufig ist es so, dass diese lernschwachen Kinder am Ende der Grundschulzeit die 4 Grundrechenarten, wenn auch in einem begrenzteren Zahlenraum, sicherer beherrschen als ihre nicht lernbeeinträchtigten Mitschüler. Was soll man dazu noch sagen? Hat sich auch eine interessante Korrespondenz entwickelt. Da geht es um einen Elternabend. Ich habe das hier herausgenommen aus der Zuschrift. Bei einem Elternabend hatte ich daher die Mathematiklehrerin gefragt, ob denn in der Oberstufe Beweise durchgeführt werden, woraufhin mir erklärt wurde, dass selbst im Leistungskurs so etwas nicht mehr vorkommt. Ja, die moderne Schulmathematik. Historische Erklärung der Probleme hätte mir geholfen. Haben Sie einen Buchtipp? Ja, zu der historischen Erklärung der Probleme habe ich ja auf meiner Internetseite die Chronologie aufgezeigt von den Brandbriefen.
Der Buchtipp, den gibt es noch nicht. Das wäre ein Nekrolog auf die deutsche Schulmathematik. Und wie ich gehört habe, hat mein Kollege Hans-Jürgen Bandl ein Interesse an der Verfassung eines solchen Werkes. Programmierung, und das ist jemand, der später zur Mathematik gekommen ist. Und ich habe mir inzwischen stundenweise Videos zur Mathematik angesehen und bin total baff erstaunt, wie einfach und verständlich Dinge im Internet erklärt werden, bei denen ich damals in der Schule so richtig krass verzweifelt bin. Inzwischen stelle ich fest, ich bin gar kein Mathe-Vollpfosten. Mein damaliges Scheitern war schlicht die Folge einer Kombination aus schlechten Pädagogen und meiner damals abwesenden Eigenmotivation, in Mathe besser zu werden. PS, was ist eigentlich der Grund, dass auf Ihren YouTube-Videos die Kommentarfunktion deaktiviert ist? Ja, das ist ganz einfach. Ich mache das hier nur nebenbei. Ich habe auch einen Beruf, den ich sehr ernst nehme. Ja. Und wenn ich das hier freigeben würde, dann müsste ich das eben auch moderieren. Und dafür habe ich weder die Energie noch die Lust. Sie können mir schreiben, wenn Sie noch was Neues beitragen können, gerne. Ja, aber bitte nicht mehr so viel. Ja. Wie gesagt, meine Zeit ist begrenzt. Damit sind wir mit dieser Vorstellung zu Ende. Auf ein Fazit möchte ich verzichten. Die Zuschauermeinungen waren klar und deutlich. Wir beenden diesen Beitrag mit einem Abspann, nämlich der Lösung der ersten Aufgabe des Joint Entrance Exams von meinem Kollegen Professor Dr. Werner Müller in Bonn. Ich verabschiede mich. Tschüss und auf Wiedersehen.